Geschäft. Oh mein Gott. Kimmer, Digga. Salam. Nimm den mal rein, Digga. So zu uns nach Hause kommen. Der wohnt schon bei uns. Der kommt dann gleich rein. Schafft er das hier? Bro. Bergmannshelm. Nimm, Digga. Was bringt das? Sorgt beim Tragen für Licht. Nimm, Digga. Ich hab Geld ohne Ende. Wer nimmt's an? Gold mit 3 Gold, Bro. 3 Gold brauchen wir. Tschüss. Servatin, du bist schon ein bisschen geizig geworden, Bro. Warte, so kennt man dich gar nicht. Ja, ne, weiß ich mal. Auf deinem läuft bei dir. Unser erster, ja, brav, Wallah. Ey, Bro, einfach. Wie teuer der ist, der Bastard, Digga, Wallah. Der soll reinkommen, Digga, aber wie teuer der ist, der Wichser. Wir der will 3 Gold für Bergbau helfen, Digga. Ja, ja. So. Halt ein bisschen Angebot oder so, weißt du? Direkt macht er so 3 Gold. Adam, zusammen, ich hatte nichts zu essen, nichts zu trinken. Wir machen den außen so und dies, weißt du? Er kommt so aus der Ecke. Neubau und so, geh, alles neu, frisch gemacht. Digga, sieht krass aus, Wallah, sieht gut aus. Fenster hat man, sein Fenster hat Italien, der passt eigentlich. Brech mal Fenster, was ja, für Fenster habe ich jetzt keine Materialien dabei. Ja, kann Bro, ah, Sebastian, Digga, was geht, Bro? Wie kann man mit dir reden? Wetzlig. Ich hoffe, du dünnes Hemd bist nicht das einzige, was zwischen Cthulhus Auge und uns steht. Cthulhu? Bro. Dolbeere, der Sprengmeister ist angekommen. Oh. Digga, was geht, Bres? Gell, Digga? Oh, Bro, was er verkauft? Geschäft, Digga. Dynamit sein, Bombe und Granaten, Digga. Nur die drei Sachen. Das ist unser Bomberge, Bro. Bomberge ist Junet, Digga. Zufriedenheit. Ah, Kleiner, da kann ich nicht, kann ich neue Bomben testen, ohne gleich einen zum Friedhof für abgetrennte Glieder zu bauen. Da waren Bro, sein alle, Digga. Mach du deine Sachen, Mujahid. Achso, ja, mit der Zufriedenheit. Wenn wir die jetzt alle hier wohnen lassen, dann yeah, gibt es manche Leute, die sich beschweren über den Nachbar, weil die nicht neben dem wohnen wollen. Ja, dann machen wir andere Wohnungen, oder wohnen das in einzelner Bastard? Also, je nachdem, was die sagen, die können sagen vielleicht, ja, der Servatana macht voll Stress und so. Großen Bücher, das muss man anders machen. Das muss eben sein, das muss gleich aussehen, hier, weißt du? Hier muss Mauer, okay, hin, hier ist, hier ist nicht so, weil es ist ja so schräg. Ja, das ist ja schräg, ist ja kein Problem, aber wir müssen Etage okay, für Etage die gleichen Zimmergrößen bauen. Ja, dann muss ich hier sein Haus wegmachen. Ja, das ist ja Haus, Digga, du machst kurz Dings weg. Und die Fackeln müssen auch gleiche Stelle sein, Bro, hier. Verstehst? Ach, Bro, wieso ich das? Muss ich mir so alles beibringen. Ja. Hm. Servatin habe ich, Digga. Aha. Farbstoffhändler. Noch einer ist da, Bro. Gell, Bro. Wo ist der? Hier unten. So ein Alleinziehen, Digga. Tschau, was gibt's da? Na, der verkauft nur Farbe. Egal, soll reinkommen. Sieht gut aus. Was macht der George da oben, Digga? Soll man runterkommen, der Lappen? Bombage, Digga. Bombage. Jinkies, Digga. Der kommt hier nicht hoch, gell? Wer? Der da rechts. Fix sein Leben, Digga, Mann. Buße das. Dann müssen wir unten auch einen Eingang machen. Ja, da müssen wir eine Treppe machen. Oder wir machen, wir einfach gehen in den Berg so rein. Ja, so rechts rein in den Berg und dann.
Digga, der sieht richtig fresh aus. Das ist ein arabischer Prinz, Bro. Ja, Bro, der verkauft uns nur Farbe hier. Egal, vielleicht brauchen wir das. Bro, du kannst dir nicht in den Rücken fallen, Digga. Das ist der erste Bewohner von uns. Ja, wer sagt hier was von Rücken fallen? Ich? Du hast gesagt, ich hab nichts gesagt. Ja, du hast gedacht, Bro. Nein, 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 nein. Wolltest du schon abschlafen, Digga? Hab schon gehört. Ja, da ist ein Skorpion, willst du mich verarschen? Weg mit dir, du Pisser. Ja, dieser Wohnung soll einfach hier unten sein, Digga. Ich versuche mich hochzulaufen. Wenn er zu blöd ist hochzulaufen, dann kann man ja nichts machen. Ich hasse Menschenmengen, es sei denn, sie sind wegen meiner lebendigen Farben da. Oh nein, ich finde keinerlei Inspiration in den Wald. Ganz und gar nicht. Sick dritter so, Mann, Digga. Was fickt denn nicht mehr drauf? Ich hab keine Zeit für dein Gelaber hier, Lappen. Achso, ja, je nachdem. Also wenn ihr Nachbar ihnen gefällt oder ihre Position, wo sie halt sind, im Wald oder in der Wüste, dann gibt es auch noch andere Sachen im Shop, was sie verkaufen. Das heißt, wir sollten schon anpassen, dass die da leben, wo es ihnen am besten gefällt. Ja, Bro, der lebt in der Wüste, der Lappen. Soll ich den jetzt Wüstending machen oder was? Also es gibt, das ist neu drinnen, es gibt so Teleportationssachen, da kann man hin und her reisen. Hier ist doch Wüste, Digga. Ja, du musst da Wüste werden. Geilste Mutter, du schläfst es. Was soll ich jetzt machen? Hier, soll ich ihn hinausbauen für den Lappen? Ja, bauen musst du es nicht direkt. Das ist ein Rettmesser, Mann. Ja, dann lass ich doch Sand einfach in sein Haus reinschmeißen. Ich glaube, der Hintergrund ist wichtig. Echt? Ja, das ist ja. Jetzt sind wir gerade im normalen Wald. Im Hintergrund siehst du ja diese Bäume. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich mag den gar nicht, gell? So schön groß geworden hier. Ja, ne, so. Das ist jetzt sehr schön. Und jetzt machst du 2-3 Zimmer damit davon, weißt du? Auch eine Workbench, Digga. Ja. Hey Bro, das sieht aus wie ein Knast, Digga. Alles sieht gleich aus. So enger Raum, alle zusammen. Richtig. Gleichberechtigung. Die fühlen sich gar nicht gut hier. So. So, das hab ich falsch gemacht. Digga, hier sind immer Skorpione, die fucken mich anders ab. Fühlen sie sich nicht wohl? Hä? Was meinst du mit wohl? Du hast doch gesagt, oh, das ist wie Knaste, die fühlen sich hier nicht wohl und so. Nein, das sieht nur so aus, weil die so enge Räume und so kleiner Ding. Also, wir müssen es sowieso, wenn die sich wohl fühlen wollen, müssen wir es ganz, ganz anders machen. Echt? Also, aber da müsst ihr erstmal warten, bis alle da sind, weil es gibt Leute, die neben anderen zusammen, also neben anderen wohnen wollen und dann Leute, die nicht wohnen wollen mit dem anderen. Also schwierig. So,
So, ich habe den Typ bis zu dir gebracht. Was will der von mir? Du kannst da oben einfach verbinden. Wie? Einfach erst da oben bauen. Nicht dort, sondern davor schon. Oder einfach da am Ende kannst du hochbauen und dann da zumachen. Hier, das? Ja, ja, einfach hochbauen und dann kannst du diese halben Dinger bauen, diese... Ja, ich will jetzt hier erstmal alles frei bauen, ohne Zeit passen, Bro. Weil ich okay. will ja erstmal alles frei bauen jetzt, damit wir Platz haben, weißt du? Er läuft mir nur hinterher, gell? Der fuckt mich ab, Walla. Weil ich kann immer noch kein Dings... Ich hab keine Wand mehr mit mir. Bro, wieso will der mir hinterherlaufen? Du sollst... Sei keine hinterherlaufen. Der mag dich halt, Bro. Richtig so Fusselarbeit gerade hier. Der Hammer ist so langsam. Hier, der hat die Oase, Digga. Ich hab ihn Oase geholt. Wie geht der? Oha, Digga, ich hab irgendwas zerfressen. So hast du einen Goldfisch genug, Bro. War ein Olum. Der sah böse aus, Digga. Guck mal, hier links ist Oase, Digga. Komm mal her. Oh, mit Blumen und so. Ja, Digga, der ist doch so ein farbiger Bastard. Wieso ist der so? Der Typ gefällt mir nicht, ja. Der ist komisch. Der holt mich die ganze Zeit voll. Scheiß auf den, Bro. Mach das, was du willst. Ja, sieht die ganze Zeit. Ja, wenn er hier einziehen will, dann muss er schon damit rechnen, dass hier, hier. Klare Regeln, klare Struktur. Ja. Genau. Der Typ soll sich anpassen, sonst ich passe den an. Ah, Goldfisch. Bei attackieren die mich? Nein, Bro, die chillen einfach. Pack mal schnell. So, ich muss mal gucken. So, schön drei Wohnungen gezaubert. Genau, und runter gleich fertig. Skorpione greifen nämlich an? Ich glaube nicht. Egal. Ich kann nichts riskieren. Ja, wir haben kein Holz mehr, Bro. Tamam. Ich gehe gleich sammeln, ist kein Problem. Aber ich muss erstmal Dings warten, bis Tag ist. Digga, der läuft, der Bomberjet, der läuft die ganze Zeit von Wohnung zu Wohnung. Darf er das? Warte mal, ich glaube, der wohnt da, wo er jetzt gerade ist, oder? Nee, nee. Der chillt in einer fremden Wohnung, Bro. Den musst du kurz das klären. Ohne Spaß, darf er das nicht? Der kleine Pisse soll mal da weggehen, Digga. Sag dir mal was. Schau mal. Goldfisch, Bagine. So, Bro. So ist das cool. Hier.
Ey, der läuft echt von Wohnung zu Wohnung, Bro. Ja, der läuft einfach rum. Alles gut. Dürfen die das echt? Deine Wohnung, naja, ist die laufen eh rum, reden miteinander und so. Ach so, nicht, dass sie sich Ja, das ist kein abfacken. Problem. Verbinde mal die Wohnungen jetzt, Bro, von oben nach unten, hab ich schon gesagt, du verbindest. Ja, ich mache jetzt erstmal ein Ding, diese Erde-Sachen weg. Ich muss die hier auch weg machen, die komplette hier die Wand. Aber ich komme halt nicht ran. Das neue. Du da drin bleibst du, Digga. Rabbit. Weg mit dir, du Hase. Ey, wir werden gar nicht angegriffen, gell? Hier oben kommt doch keiner so leicht dran. Easy. Ich hab da eingesperrt, Bro, weil der ist mir auf den Sack gegangen. Verstehe ich. Bro, ich hol uns mal was. Weil ich so ein netter Typ bin. Nur deswegen. Hier oben, oder? Hier. Also, Bro. Ein Sparschwein. Halt. Oh, nervig, man. Das ist sowas wie ein Lager. Da verlierst du deine Sachen nicht. Dein Geld vor allem nicht. Wenn du stirbst, verlierst du ja Geld. Okay. Und hier kannst du dein ganzes Geld sparen. Können die Seile benutzen? Die NPCs? Nee. Treppe Können sie können die auch nicht. nicht nutzen, ne? Ah, Treppe schon. Treppen können die hochlaufen. Aber Seile glaube ich nicht, nein. Und Treppen kannst du ganz einfach machen. Zeige ich dir sofort. Ich komme mal zu dir. Ich würde gerade zu dir kommen. Achso, ja, komm. Wenn du deinen Hammer nimmst, kannst du mit Rechtsklick auf die oder Linksklick einfach auf die Sachen, kannst du die anpassen. So schön. Kannst du die ändern. Du kannst da so eine Treppe machen oder du kannst selber noch einen Treppenblock bauen. Und dann sieht es nochmal ganz anders aus. Viel besser. Ich habe halt kein Item, was anzeigt, wo ich Treppen block, weißt du? Holzklappe ist das Einzige, was ich machen kann. Holzwand, Steinwand und so. Ja, das kommt später erst. Das kommt später. Da gibt es auch andere Crafting Stations dafür. Spezielle. Ich So weiß halt nicht, wie so ein Sägewerk oder so. Holzblock aussieht, Digga. Weißt du? Normale Holzblock ist doch da, wo du gerade drauf stehst, oder nicht? Oder Ja, was muss meinst ich du? einfach Holz nehmen und dann draufballern oder was? Ja, genau. Einfach Holz nehmen und dann einfach platzieren. Okay. Das sind die ganzen Blöcke, die ich gemacht habe. Okay.
Ja, du brauchst den Boden nicht rausnehmen, du kannst einfach den Holzblock nehmen und drauf klicken auf das Gras. Dann ersetzt du es automatisch. Nee, nee. Hier. Linksklick. Genau schon. Siehst du unseren Fehler schon? Wir haben zu hoch gebaut. Guck. Wir mussten zwei Etagen machen. Wir hätten Dings bauen müssen, tiefer. Ja, machen wir, sagen wir es so. Ich würde unten noch alles ausfüllen, bevor du hier. Dann sieht es gut aus. Ja, wir machen doch so da eh Loch. Wir bauen doch bis runter. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Das nehmen wir auch mit. Deswegen ist ja egal, weißt du? Da macht zu. Von hier baue ich mich eh jetzt runter, weißt du? Von NPCs springen? So. Ja, können sie. Das gefällt mir noch nicht. So. Oh mein Gott. Hier voll verschickte Vögel, Dinger. Bei dir? Mhm. Auto. Warte mal. Da fällt mir was ein. Oh, hier ist ein Schneesturm. Was ist Schnee? Sandsturm. Sandsturm. Oh. Ja. So, Bro, jetzt kannst du angeln gehen. Ich hab dir den geholt. Marienkäfer. Ich baue hier noch runter kurz. Du musst von links. Es hat riesig geworden, alles. Nicht gesehen. Zuerst mal brauche ich meine Axt. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Tür. Tür haben wir schon mal. 7.
Kann ich weitermachen? Das fordert schon Konzentration, Digga, so, weißt du? Man muss halt genau arbeiten, ne? Ja. Du weißt, wenn du einen Block falsch platzierst, musst du alles wieder raus und dann wieder Arbeit unnötig. So, jetzt habe ich wieder kein Holz. Also ich würde dann auch, wenn wir gleich fertig sind mit dem Haus, einfach weiter Höhlen gehen und erkunden. Weil sonst kommen wir nicht an besseres Gear. Tom, Bro. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da hochkomme, Digga. So, so. Oh, das ist jetzt gut gewesen. Das ist eine gute Idee. Aha. Handelsreisender. Puh. Der kommt und geht, also der kommt immer wieder mal. Okay. Deswegen sollten wir da schon abchecken, was der so dabei hat. Ich weiß nicht, wo das ist. Siehst du auf deiner Map? Der ist da markiert. Achso, der ist links, der geht in die Höhle rein. Der ist unter mir, Digga. Oh, was suchst du dort? Willst du sterben oder was? Ah, das ist scheiße. Ich erkunde mal ein bisschen und schau, was es so gibt. Okay. Ah, wie der Sandsturm. So. Oh, Digga, was mit dir ist? Ich habe einen Wurmlochtrank gefunden, damit kann ich mich zu dir teleportieren oder du zu mir, wenn du ihn hast. Falls wir sterben oder kurz raus müssen. Krass geworden, Alter.
Oh, ich bin wieder daheim, Digga. Was klappt, Männer? Also, hast du gesehen, was der Typ hier verkauft? Nein, Bro. Schau mal den Hut an. SPS-Meter, meinst du das? Oder meinst du Nee, den den Hut. Fedora? Fedora. Schon fresh, Digga. Aber keine. Also. Tipp den Hut an, my lady. Ja, schon fresh, aber es hat kein Dings, Digga. Keine Abwehr und so. Nein, nein, das ist zum Aussehen. Es gibt zwei Slots. Da wo deine Rüstung ist, ist dein Rüstungsslot. Und links daneben sind Aussehen. Dann siehst du einfach anders aus. Du hast die Rüstung trotzdem an, aber du siehst einfach anders aus, so skinsmäßig. Das heißt, ich gebe dir hier erstmal mein Geld. Ich hab doch Geld. Ja, dann hol dir den Hut. Ach so, nee, Bosch, Digga. Scheiß auf den Hut an mir. Nein, hol den, hol den, hol den. Digga, der braucht zwei Gold dafür. Ja, Bro, Ich habe ein einziges Gold. Wir haben nicht genug Geld dafür. ich hab dir, warte, ich hab noch ein bisschen was gespart. Er hat gespart, Digga. Hört ihr das? Er hat gespart, Digga. Ja, okay, gespart war jetzt nicht viel. Boş ver, Digga. Bir daha gelir. Alırız anasını. Wo hast du jetzt mein Angel hin, Angeln haben wir nicht gecraftet, weil wir haben das Material nicht dafür. Leider. Was brauchen wir dafür? Eisen. So. Wie viel Geld hast du jetzt? Ich Ja. 2 Gold 57, ja, es reicht für reichen. Jawohl. Ich habe kurz bei den Käfer gefangen, die geben richtig viel Gold. Aha. Oder Münzen halt. Jetzt kann's kaufen gehen. Wieso kann ich das nicht hier platzieren? Nicht so, warte kurz. Ja, der verschwindet ja nicht gleich. Ah, kaputt gehen. Ja, zu der Pisse. Geh schön. Aldım Digga. Giydim Digga. So, sieht doch cool aus, Digga. Güzel oldu lan. Ich sag doch, Bro, du wolltest dich kaufen. Ben Base diyorum, Digga. Base und Hut sind geil geworden. Ja, gut sowieso. So, perfekt. Etikettiert mich nicht, ja. So. Kappe. Das So. ist wieder zu hoch. Ja, deswegen gehen wir von hier aus. Ja, okay, machen wir so. Ja, später werden wir sowieso leicht hochkommen. Das ist kein Problem. Ich will wieder zu hoch, dir, ne? Ja, dann wird es genauso wie hier, müssen wir zweimal so machen, weil sonst kommen wir mit einem Mal nicht ganz hoch. Also jetzt ist es halt so, wenn wir später Items finden, wo wir dann höher springen können oder Double jumpen können oder so, dann ist halt was anderes. Aber jetzt ist halt so. Ja, gut, dann war's das für heute, oder? Würde ich auch sagen. Na, Baba Folge, Digga. Wir haben gut gebaut, wir haben gut geballert. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao.